Hause an alle Astrologie-Interessierten. Wir sind schon jetzt bei Teil 2 angelangt zum Schützen. Und für alle die, die Teil 1 jetzt verpasst haben oder noch nicht gehört haben, vielleicht von dir, lieber Konrad, ein kleines Resümee und dann geht's gleich auf in die einzelnen Wesensmerkmale und Qualitäten des Schützen. Dankeschön. Danke. Hallo Roswitha, ich grüße dich. Liebe Zuschauer, ich grüße Sie. Also wir hatten ja den ersten Teil gemacht und da ging es um das Thema Schütze. Wie ist mein Glücksempfinden? Wie erkenne ich Glück? Was ist mein Glück? Wo habe ich eine Erkenntnisfähigkeit? Darum geht es. Und ganz wichtig, wie ich das Glück beim Schopf fassen kann oder mein Glück leben kann, ist ein wichtiges Thema in unserem Leben. Und das heißt auch, dass wir in die Erkenntnisfähigkeit kommen. Also letztendlich geht es beim Schützen im Grundprinzip um die Erkenntnisfähigkeit. Und hier im zweiten Video geht es nochmal um einen ganz wichtigen Teil, um die Sinnfindung im Leben. Also wie finde ich Sinn im Leben? Was macht der Sinn des Lebens aus? Und das ist nicht nur Glück, sondern da muss ich auch unterscheiden können, was macht mich glücklich im Leben, im Hier und Jetzt, im Sein und auch ganz deutlich, wie komme ich hier im Leben klar, praktisch klar und habe den Sinn des Lebens für mich gefunden, was ein unendliches Glück ist. Das möchte ich mal als Einleitung haben und jetzt gehen wir mal auf die Prinzipien ein, was im Schützen noch verankert ist und da bitte ich Roswitha, das Wort zu ergreifen. Ich bin jetzt gerade fasziniert von einem wunderschönen Hintergrundbild, der Sagittarius auf Englisch, Sagittarius, wie auch immer. Kannst du mal noch kurz auf diese Bedeutung eingehen, weil es ist ja, sieht ja aus wie eine mächtige Frau, die quasi den Pfeil abschießt. Also ist es eine sehr zielgerichtete Energie auch? Also die Energie ist die Jagd, es ist das Jagen, es ist das Feuer, es ist die Energie. Es ist übrigens ein männliches Zeichen, das hat wahrscheinlich der Bildverfasser nicht gewusst. Aber das macht ja auch nichts. Es ist ein tolles Bild. Es ist richtig toll, richtig klasse und drückt auch dem Schützen die Dynamik aus. Es geht um absolute Dynamik und auch einen Pfeil abzusteuern auf ein Ziel. Welches Ziel im Leben habe ich? Was soll mir das Glück bringen, den Erfolg bringen? Das heißt, der Pfeil wird abgeschossen, dann wird er losgelassen, da kann ich nichts mehr tun. Dann soll er sein Ziel treffen. Wenn er das Ziel getroffen hat, habe ich ein unglaubliches Glücksgefühl, ein Glücksempfinden. Und das ist der Moment, was dieses Bild aussagt. Okay, und diese Dame hier hat wahrscheinlich schon ihre Erkenntnisfähigkeit gehabt, weil sie so fokussiert und zielgerichtet agiert. Sie weiß, worauf sie zielen muss. Genau. auf ihr Glück, auf ihr Empfinden gut, und vor allem auf ihren Sinn. Also welchen Sinn schießt ihr diesen Pfeil ab? Ganz wichtiges Thema. Genau. Ja, dann würde ich jetzt mal anfangen mit diesen einzelnen Qualitäten, die den Schützen ausmacht. Da ist die erste Qualität die Erkenntnis, die wir jetzt eigentlich schon im ersten Teil besprochen haben. Also ohne zu wissen, wo es hingeht, können wir quasi kein Ziel verfolgen beziehungsweise nicht das Glück beim Schopf verpacken. Genau, das ist erstmal die Voraussetzung. Dann die nächsten Wesensmerkmale wären das Recht und das Unrecht. Genau, also die Unterscheidung, wenn ich Erkenntnisfähigkeit habe, habe ich auch die Unterscheidung zum Recht und zum Unrecht. Was ist Recht, was ist Unrecht, gerade in dieser Welt? Was geschieht mit mir in dieser Welt? Und da muss ich mir eine klare Bildung schaffen. Da muss ich eine Meinungsbildung schaffen. Heißt das, dass die Schützen sehr oft auch in der Politik sozusagen tätig sind oder halt in Berufsgruppen, wo es stark um die Gerechtigkeit geht? Kann man das irgendwie statistisch nachvollziehen? Oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Juristen in dem Bereich sind. Oder auch Richter? Richter sind eher vage und Steinbock. Mhm. Interessanterweise, da habe ich mal einen Unterschied rausgefunden. Also die Rechtsanwälte haben schon sehr stark damit zu tun, in allen ihren Formen.
Also die sind schon da affin für. Oder es geht auch bei Schütze um das soziale Recht. Das heißt, viele karitative Menschen setzen sich für das Recht für andere ein. Also es ist ein karitatives und soziales Zeichen. Ja. Da, es geht hier nicht um, nur um das Recht, also um die Gesetzmäßigkeit, sondern um das Recht auf Sozialkompetenz. Also sie setzen sich auch sehr für die Gesellschaft ein, Genau, ist den ein Menschen zu gesellschaftliches sehen. Zeichen. Ist ein übergeordnetes gesellschaftliches Zeichen. Ja. Jeder hat das Recht auf Glück. Ja, also da Habe ich kann eben ich schon mal wirklich, erwähnt, ja? da kann ich wirklich sagen, habe ich auch welche im Freundeskreis, wo ganz stark hervortritt, dass sie sich sehr einsetzen für das Kollektiv, für das kollektive Wohl und dass die wirklich auf die Barrikaden gehen für andere, sich sehr Ja, stark einsetzen. ist Sinn des Lebens. Das kann den Sinn des Lebens einen Schützen ausmachen. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter zu den weiteren Themen, und zwar das Gute und das Böse, also die Polaritäten letztendlich. Sind wir nicht nur beim sozialen Recht, sondern wirklich zwischen Gut und Böse zu entscheiden, was macht eigentlich den Unterschied aus? Wenn wir heute in der Gesellschaft sind, ich weiß gar nicht, was noch gut ist, was manchmal böse ist. Es hat einen Übergang, es findet keine Polarität statt. Gut ist das, was, sagen wir mal, gesellschaftskonform ist. Das muss ja nicht gesellschaftskonform sein. Das sind zum Beispiel Gesetze, die heute erlassen werden, die wir nicht mehr ändern können, müssen nicht gut sein. Also definitiv, da muss man entscheiden und unterscheiden können, was ist für mich als Individuum lebenswert und was schränkt mein Glück und mein Leben nicht ein. Ganz wichtiges Thema. Da würde ich jetzt aber auch noch mal unterscheiden, oder vielleicht kannst du das noch etwas hervorheben. Da geht es jetzt nicht nur um die Polaritäten, weil Polaritäten sind eher die Yin-Yang-Qualitäten, sondern um die Dualität als solches. Richtig. Es geht um die Dualität und nicht die zusammengeschachtelte, sondern auseinanderdriftende. Eine klare Meinungsbildung ist im Schützen gefordert. Also eine klare Meinung, so geht's nicht, ist gefordert. Und so geht's auch. Das heißt, um auf den nächsten Aspekt reinzugehen, weil es greift darüber, es ist die Visionsentwicklung. Und da geht es wahrscheinlich auch noch mal in diesem Kontext rum, könnte ich mir vorstellen, dass man nicht mehr wertet über die Dualität, sondern den richtigen Umgang, das richtige Handeln mit diesen gegebenen Aspekten, oder? Oder sogar aus dieser Dualität heraustritt, eine ganz neue Vision entwickelt, was noch nie da gewesen ist. Ja, das Also meine ich damit. eine ganz neue Weltform. Weil wenn wir gegen die Dunkelheit kämpfen oder für das Gute und gegen das Böse, sind wir ja wieder Gefangene. Richtig, da sind wir gefangen. Ne? Die Unterscheidung sind wir beim Skorpion, da haben wir schön beschrieben. Wer mal nachhören will, geht in den Skorpion rein. Da haben wir das beschrieben. Also es geht definitiv darum, etwas nicht zu verneinen, sondern zu sehen, aber eine Vision zu bekommen, dass es immer besser wird und die Hoffnung da ist. Ja, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Ich denke, der Schütze hat darin einen ganz anderen Umgang durch sein Feuer und durch seine Zielgerichtetkeit. Das ist noch mal eine andere Qualität wie beim Skorpion, ne? Ja, es ist unaufhaltsam. Im Skorpion werden die Ideen sozusagen geformt und im Schütze werden sie entwickelt. Schön. Dann geht's weiter. Es geht um die Vision, wie du schon gesagt hast. Und das ergibt sich dann aus diesem richtigen Genau. Umgang mit der Ja, Dualität, ja. Visionskraft entwickeln und wahrscheinlich die Sinnfindung im Leben, oder? Ja, richtig. Also es geht um Sinnfindung im Leben. Was für einen Sinn hat mein Leben? Was macht den Sinn aus? Was ist überhaupt Lebenssinn? Eine Sinnfindung kann ein lebenslanger Prozess sein, wo man sagt, was macht mich aus? Was ist mein Sinn des Lebens? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Und was habe ich für einen Sinn für meine Kinder, für meine Verwandten, für meine Freunde, für den Menschen, mit denen ich zu tun habe? Und was für einen Sinn habe ich in dieser Welt? Könnte es sein, das kommt jetzt gerade bei mir so an,
dass die Sinnsuche bzw. die Vision ganz eng verknüpft ist mit dem Glück am Schopfe packen. Ja. Also ist da auch wieder die Voraussetzung, die geistige Entwicklung, um wirklich das Glück auch zu erkennen. Richtig, also zum Beispiel, ich nehme mal auch meine Person, einfach, ich spreche jetzt mal von mir. Bevor ich Astrologe war, war ich Unternehmer und ich hatte keinen Sinn mehr im Leben gefunden. Das heißt, ich musste mich auf den Weg machen, einen neuen Sinn für mich zu finden, im Leben zu finden. Und dann kamen die geistigen Gesetze auf mich zu und diese ganze Vision davon kam auf mich zu. Und ich hätte nie gedacht, dass sich das so entwickelt, wie sich das heute entwickelt hat, weil ich wollte es eigentlich nur für 3 Jahre machen oder 4 Jahre machen, um mir mein Leben, Lebenssinn zu suchen. Aber dass dieses mein Lebenssinn geworden ist, hätte ich nie gedacht. Und jetzt habe ich ein Ziel vor Augen, wo ich weiß, es ist zielgerichtet. Aber es ist der Weg dahin. Das heißt, es macht mich auch glücklich und zufrieden, das, was ich hier tue. Und es bestätigt mal wieder, also die kleinen Schritte, wie wichtig die sind. Wir müssen das Endziel da oft gar nicht vor Augen haben, sondern nur den nächsten Schritt tun. Und wir kommen unserem Glück unweigerlich näher, weil der Sinn des Lebens entwickelt sich oder entfaltet sich durch den Weg, oder? Genau, durch die Vision an sich, die so in uns verankert ist und die entwickelt sich dahin. Das heißt, die Schütze ist ja das Prinzip der großen Reise, die mit jedem Schritt anfängt und ich muss das Ende der Reise nicht erkennen, sondern hier ist der Weg das Ziel und manchmal ist der Ziel der Weg. Also umgekehrt. Aber hier ist definitiv der Horizonterweiterung da. Die Horizonterweiterung. Also da geht es ganz stark auch um die geistige Bewegung und dadurch die Absolut. Veränderung. Ah, Roswitha, absolut. Geistige Bewegung, geistig beweglich sein, geistige Welten zu erschaffen, mit Menschen zu sprechen aus aller Welt, was auch immer. Das heißt auch, in dem Bereich Schütze ist definitiv für Soziale da, auch für die ganze Welt da. Da gibt es keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß und irgendwelche Hautfarben oder Affinitäten oder sonst irgendwas, sondern jeder hat das Recht, das sein Glück zu leben. Das ist der Inhalt von Schütze. Und das ist auch ein Sinn des Lebens, das zu erkennen. Okay. Dann geht es weiter mit der Weite oder Da die sind Weite. wir die Weiten. Also das heißt, die weiten Welten über unseren Horizont hinaus, da geht bis in die Raumfahrt hinein, da geht es bis in in die entferntesten Galaxien hinein, wo man sich hineindenken kann. Und zum Beispiel, ja, ich will mal sagen, so Raumschiff Enterprise symbolisiert diesen Charakter. Also diese Weite, diese unendliche Weite, das groß hinausgehende. Das heißt, über den Horizont hinausblicken oder über den Tellerrand hinaus, oder? Und darüber hinaus. Und noch Und darüber hin. darüber hinaus. Und interessant ist, das ist auch Sinn, unser Geist wächst enorm dadurch. Unser Potenzial wächst enorm dadurch. Unsere ganzen Fähigkeiten werden durch Schütze sozusagen gepusht. Es ist ein Push-Prinzip. Hallo, da geht's lang. Jetzt aber mal los. Gib Gas. Also könnte man auch sagen, dass die Schützen ganz oft als Visionäre auch in diesem visionärischen Denken, im Fortschritt, in der Innovation, in diesen Bereichen tätig sind. Also wenn ich ein Unternehmen hätte, was zukunftsausgerichtet ist, würde ich einen Schützen einstellen. Ja, das Ganz ist deutlich. erwähnen, dass die Ganz Schützen sich deutlich. auch in dieser Geschäftswelt erkennen, ja. Dass Ganz die so deutlich. die Neuentdecker und die Neuformer oder Entwickler sind. Richtig, das sind die Entwickler. Das ist, wie gesagt, ich mache Unternehmensberatung und das ist ganz klar ein Ziel. Da sage ich, für diesen Part setzen Sie einen Schützen ein. Und zwar macht er in der heutigen Zeit, ich sage Computerverknüpfung, so schnell können Sie gar nicht schauen, der macht das sogar richtig gut und hat Spaß an der Arbeit. Und er verdient noch dazu, also allen ist geholfen und gerecht. So packt er das Glück beim Schopf. So packt er das Schiff mal, genau, alle beide, also beide, der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer. Ja.
Um ein Schön, praktisches Beispiel zu bringen. Bitte? es soll ja immer eine Win-Win-Solution sein für beide Parteien, ne? Ja, sonst funktioniert es ja nicht. So soll Sonst die sind wir ja Zukunft wieder, sein. im Unrecht und das mag Schütze nicht leiden. Genau. Und dann geht es auch um die Ferne. Das hat wieder einen anderen Aspekt, ne? Die Ferne, Weite und Ferne kann man assoziieren, ist fast dasselbe oder das Gleiche. Dennoch, wenn ich in die Ferne schweife, kann ich erst die Weite sehen. Also es ist die Voraussetzung. Auch da wieder die Bewegung. Also wie im Schütze sind wir immer in Bewegung. Immer in Bewegung. Also da gibt es keine Stagnation. Ein Schütze mag es gar nicht, wenn er, ich sag mal, gebremst wird. Zu viel Oder Feuer im Blut. ausgebremst wird. Bitte? Zu viel Feuer im Blut. Richtig. Richtig. Derzeit haben wir ja Schütze im Steinbock. Und da wird er in Anführungsstrichen ausgebremst. Also er kann gar nicht so frei schalten, wie er möchte. Und er wird jetzt in den Wassermann eintreten und da ist er wieder frei. Da geht es wieder los. Ja? Aber das wäre jetzt ein anderes Video. Aber das Aber jetzt denke gut, ich. einfach in dem Kontext fand ich jetzt noch interessant, ist so. Das passt ganz gut da rein. Und dann gehen wir da weiter in die Reise und in die Weite. Ja, das ist so. Also es geht um Expansion. Genau, und dann kommt der nächste Aspekt, die Aktivität. Das haben wir jetzt, glaube ich, gerade Den beleuchtet. haben wir gut besprochen. Und Und die Reise, was ist damit gemeint? Die also Lebensreise, das Reisen als solches? das Reisen als solches. Also die Reise als solches im Sinne von Länder besuchen, kulinarische Genüsse zu nehmen, andere Lebensweisen zu betrachten, andere Sozialsysteme zu betrachten. Zum Beispiel, wie ein Europäer lebt, ein Inder, man fährt nach Indien, man kommt in eine ganz andere Welt. Man kommt in eine ganz, ganz andere geistige Welt. Das ist übrigens auch Schütze. Also wir kommen in eine ganz andere geistige Welt, in eine Welt des Horizontes, des Anderssein, das anders leben können und sozusagen wieder mal das Soziale beieinander sein können. Genau. Also so entsteht dann diese Erkenntnisfähigkeit, die der Schütze auch braucht, um sich zu entwickeln. Heißt auch, noch mal da reinzugehen, unser Geist kommt dazu, die Fähigkeit, sich global vernetzen zu können. Und das wird in Zukunft ein ganz wichtiges Thema sein. Okay. Dann gehen wir weiter zum das Religiöse. Also man muss jetzt unterscheiden zwischen Religion und Glaube. Und da gibt es einen Riesenunterschied. Und dieser Unterschied der Glaube ist ja ein, ich glaube etwas, ohne es zu wissen. Das Religiöse heißt für mich, ich weiß um das Höhere und ich bin mir dessen sicher. Religio. Das heißt, ich bin mir absolut sicher, zum Beispiel, dass es den Herrgott gibt. Für mich ist das sicher. Das ist aber eher eine Gewissheit. Danke für das Wort, das hat mir gefehlt, es ist eine Gewissheit. Und im Schützen ist die Hoffnung und die Religiosität, das ist ein Unterschied zwischen Religiosität oder Religion und Gewissheit haben im Glauben. Okay. Weil im Schützen wird auch Sinn gesucht, auch Sinn im Glauben. Das heißt, sie sind oft sehr gottgläubig, sage ich jetzt mal. Ja, sind sehr gläubig, ja, auf allen Ebenen, auf Glauben Gott. an die höhere Macht. Richtig. Und übrigens, Schütze sind verschiedene Religionen, lässt verschiedene Religionen zu. Ist egal, welches ist, also ob sie fünf großen Religionen sind oder sonst irgendwie, er ist da tolerant. Sagt dennoch, wenn alle fünf da sind oder wie viel hundert es gibt, wir glauben alle an das Gleiche oder dasselbe oder an die Wahrhaftigkeit. Er kann das stehen lassen. Ein wahrer Schütze kann das stehen lassen. Schön. Dann gehen wir weiter zu dem Bildenden und der Bildung und dem Genau. Lehrenden und Gelehrte. Kann Genau. das zusammen behandelt werden?
Das können wir zusammen. Also ich habe das einfach mal zusammengefasst. Das ist zwar ein Unterschied, aber wir können das zusammenfassen. Es geht um Bildung als solches. Schütze sind alle Gelehrte oder wollen Gelehrte sein, sind gerne Lehrer. Übergeordnete Lehrer sind auch Lehrer gerne, ich sag mal, die gehen auch gerne mal von hier aus in die USA rein, also Deutschland in die USA oder in andere Welten oder umgekehrt. Also sie lernen auch dort die Sprache und lernen auch gleich und werden auch Lehrer. Das heißt, die sind unglaublich bildungsaffin. Also Schütze braucht Bildung, Bildung in jeder Form. Schulbildung, Weiterbildungsmaßnahmen, Bildung als solches, durch Fotografie auch. Das Bild wird entstehen, also ein Fotograf, also kann das auch machen. Und manche Menschen sind ja bildorientiert, also das heißt, sie bilden sich über Bilder. Und der andere ist über Schrift orientiert, da sind wir mehr im Zwilling. Das ist ein unterschiedlicher Part. Das heißt, wie lerne ich? Kann ich aus dem Horoskop erkennen, wie lerne ich eigentlich praktisch und wie bilde ich mich praktisch und was für eine Bildung strebe ich an? Also, und wo ist das Ziel? Was möchte ich auch mit der Bildung erreichen? Ganz wichtiges Thema. Und Sie sind sehr visuell veranlagt. Genau, genau. Hat das auch was mit Schönheit und Ästhetik zu tun? Ist es dem Schützen auch sozusagen noch als Aspekt zuzuordnen? Also der Schütze ist da umfassend, nimmt erstmal alles auf. Die Schönheit sind wir eigentlich in der Waage, im Waagebereich. Aber er nimmt gerne, ich sage mal ganz einfach, das Bunte und Schöne auf. Mhm. Die Weintraube als solches, sozusagen in allen Farben. Ja? Also Affinität zu äußeren Reizen. Ja, natürlich. Mhm. Natürlich. Selbstverständlich, Rosita, das ist ein wichtiges Thema beim Schützen. Also, ja, da wird schon aufs Äußere geguckt, klar. Dann geht es weiter: die Weltanschauung und die Weltsicht. Genau, welchen Blick habe ich auf die Welt? Wie betrachte ich die Welt? Wirklich mal, wir haben ja heute die Möglichkeit, ganz einfach mal uns den Globus zu nehmen oder Bilder aus dem Internet rauszuholen und auf die Welt schauen. Und dann fragen, was geht mich das an? Das meine ich tatsächlich so. Was geht mich die Welt an? Die ganze Welt. Ich bin zum Beispiel, jeder einzelne Mensch ist für seine Welt verantwortlich und für die ganz große Welt, die um ihn herum ist. Das ist so. Da ist man nicht voneinander getrennt. Das ist nicht. Und das ist Bewusstsein. Das muss man sich bewusst sein. Diese Weltsicht sollte man irgendwann mal kommen, dass er, sagen wir ganz einfach, wenn es ist nicht egal, ob in China ein Sack Reis umfällt. Es ist nicht egal, was da passiert. Es ist wichtig, was da passiert, im Sinne von nicht jedes Detail, sage ich mal, aber es ist wichtig, dass man Weltsicht bekommt und sich bildet. Gehe ich noch einmal einen Schritt zurück und dass man derzeit die Weltpolitik betrachtet. Was läuft da gerade im Guten und was läuft da im Bösen? Das ist der Punkt, was Schütze verlangt. Schütze verlangt eine Weltsicht und Weitsicht. Das heißt, wo führt das auch hin? Also das wären eigentlich die optimalen Teilnehmer in meinem Paradigmenwechselkongress, weil es da genau um den Perspektivenwechsel geht, oder? Richtig, genau. Genau darum geht es, eine Perspektive zu wechseln und eine andere Position einzunehmen zu dieser Welt, um eine Gestaltung zu schaffen, die jeder persönlich für sich machen kann oder gemeinsam mit einer Vision entwickeln kann. Das ist ja auch gemeinschaftlich. Schütze ist sehr gemeinschaftlich. Ist gerne in Gemeinschaft. Schönes Thema. Ja. Dann kommen wir zu dem Das in Bewegung Seiende. Das habe ich jetzt vorhin schon intuitiv angesprochen, ohne zu wissen, dass das noch einen wirklichen Wesenscharakter hat. Aber die Bewegung steckt scheinbar in diesem ganzen Zeichen, sowohl irdisch, materiell als auch geistig, oder? Also körperlich, seelisch, geistig und die Mitwelt auch ist in für den Schützen in Bewegung. Es ist keine statische Angelegenheit, es ist eine Expansionsangelegenheit. Es ist immer in Bewegung. Und Offenheit dann ebenso für Veränderung. Richtig. Er macht offen. Er macht frei. Dann geht es um den Sinn.
Die Sinngebung und die Sinnfindung. halte ich für eines der wichtigsten Themen im ganzen Leben. Welchen Sinn hat es, dass ich hier bin auf der Erde? Welchen Sinn erfülle ich hier? Erfülle ich einen übergeordneten Sinn, einen persönlichen Sinn, einen geistigen Sinn oder einen mitmenschlichen Sinn? Das ist die große Frage. Und diese große Frage wird man sich auch eines Tages stellen und beantworten müssen. Bei mir war es, die Sinnfindung in Wissensgebieten im Schützen zu erfassen. Das heißt, ich musste das Prinzip des Schützen erfassen, damit ich zum Beispiel Astrologe werden konnte. Das heißt, ich grenze niemanden aus und es ist auch wichtig, im Sinn zu finden, dass ich, man bemüht sich als Astrologe, das klappt nicht immer, dass man sozusagen keine Schuldzuweisungen oder irgendwelche Zuweisungen macht, die nicht stimmen. Das heißt, eine klare, helfen wir gerade bei dem Wort, mir fällt es mir gerade nicht ein, Roswitha, Ja, du meinst jetzt den Wertung. übergeordneten Sinn zu erkennen? Also die Wertung. Also das heißt, dass man nicht als Astrologie eine Wertung eingeht. Das war für mich eine Sinnfindung. Ich muss nicht überall drüber werten und eine Wertung abgeben, sondern es reicht, wenn ich sage, das Prinzip steht für sich. Das war mein Sinn. Das war für mich Sinnfindung für mich selbst. Jeder Mensch hat natürlich eine andere Sinnfindung und das hat wieder was mit Bildung zu tun und wie gesagt, und das kann man ja herausfinden. Und es hängt auch unmittelbar mit dem Aspekt, den wir vorhin gehabt haben, den Horizont erweitern oder über den Horizont hinausblicken und noch viel weiter, dass wir dadurch dann den Sinn in unserem Leben erkennen und dem Leben auch den Sinn geben. Genau. Und dann, wenn wir unserem Leben einen Sinn geben, jetzt kommen wir ganz einen wichtigen Aspekt in die Erfüllung. Schütze möchte erfüllen. Die Fülle. Das Glück. Absolutes Glück. Erfüllung. Ich finde in meinem Leben Erfüllung. Ja. Und man spricht ja auch von der Glückseligkeit. Hat es dann sehr stark was mit der Affinität zur Seele zu tun, dass die Schützen intuitiv ihre Seele stark wahrnehmen? Also sie nehmen, ich weiß nicht, ob sie ihre Seele wahrnehmen, also der Jupiter, also Schütze Jupiter, also Herrscherplanet Jupiter, kommt ja ursprünglich aus dem Fischezeichen. Und da sind wir in der Urseele praktisch, das heißt in der Geistigkeit. Und er sucht Geistigkeit. Die Seele ist mehr das vierte Haus im Krebs, das ist der Mond, das ist das in sich finden. Aber ich möchte jetzt nicht abschweifen. Schütze geht es definitiv um den geistigen Sinn. Auch noch Ich finde dazu. es schön, wenn man es mal noch ein bisschen weiter und tiefer erforscht. Gerade das mit der Seele ist ja auch ein wichtiger Aspekt, weil in der Seele stecken ja manchmal auch die verborgenen Talente. Und ich habe das Gefühl, durch dieses Feuerzeichen beim Schütze werden diese Potenziale durch eben diese Horizonterweiterung, der Sinn des Lebens über die Seelenpotenziale gefunden. Absolut. Es findet eine Gemeinschaftung statt. Also wenn Jupiter und Mond, ich sag mal, gleich vorweg zusammenkommen in eine Konstellation, kann man definitiv von einer ganz klaren Familienerweiterung sprechen, von der Erweiterung des Horizontes, Erweiterung des Geistes und der Erweiterung der Seelengemeinschaft. Das heißt, die Seele geht offen. Also Schütze macht die Seele auf. Und formt sozusagen neue Kulturen und neue Lebensgemeinschaften, so wie wir es jetzt in diesem, gerade in dieser aktuellen Zeit so stark brauchen. Neue Und Welt, leben und auch leben. neue Kultur, neue Und Gesellschaft. neue Kultur, neue geistige, Werte. neue Werte, alles wird derzeit in Frage gestellt. Also derzeit. Aber nochmal auf Schütze und dahin zu gehen, auf die Seele. Er öffnet sozusagen die Seele und das Herz. Ganz deutlich. Also, und das ist natürlich eine fantastische. Ja, es ist ja fantastische Situation. Ja, das Ein ist es. klarer auch wieder sind wir wieder bei der Sinnfindung. Was macht mich aus?
Ja. Genau. Und dann dem Leben den Sinn auch geben, indem man den Sinn gefunden hat und für andere da ist, also im Kollektiv sozusagen anwendet und lebt, kommt ja der Sinn als das Glück zu dir selbst zurück. Das kommt wieder zurück. Das schenkt Jupiter wieder zurück. Also man muss auch trotzdem festhalten können und sagen, nicht loslassen. Ja, man muss schon ein bisschen hartnäckig sein. Ja, aber Das bei ist, allem ist auch die ja. Intention, die Haltung. Warum tue Genau, ich ist die das? Haltung da. Und wichtig ist, ganz wichtig ist, beim Schütze, wenn der auftaucht, auch ihn zu ergreifen und ganz deutlich nochmal zu sagen, die Sinnfindung heißt im Ganzen, mich als ein Ganzes zu sehen. Und auch das Recht zu haben, das leben zu können. Das heißt, das Recht auf Reise. Ohne Reise keine Horizonterweiterung. Ohne Reise keine Erkenntnis. Ohne Reise keine, ist eine komplette Abschottung. Ja, die brauchen schon auch ein finanzielles, gutes Fundament, ne? Ja, also ich rede mal jetzt von einem Land. Ich habe mich mal mit China beschäftigt. Die haben sich ja ewig abgeschottet, also Jahrhunderte. Und sie haben sozusagen keine Horizonterweiterung gemacht. Sie haben zwar viele Dinge für sich entwickelt und sind trotzdem heute in der Lage und müssen kopieren. Das entsteht aus Abschottung durch Völker. Und Völker bewegen sich schon immer. Schütze heißt auch Handeln. Ich handle übergeordnet. Ich handle weltweit. Ich handle global. Finanzhandel. Absolut global, schnell, aktiv, raus. Ist so. Das ist die Welt und so wird die Welt auch sein. Powerzeichen. Power pur. Dann geht es um das Expandierende. Expandierende sind wir wieder bei Unternehmen oder bei einem selbst. Zum Beispiel ein Unternehmen, welches seine Mitarbeiter rausschickt in die Welt, expandiert durch Wissen. Es ist sozusagen eine Missionierung. Also es ist definitiv eine Missionierung für Werte, die jetzt hier im Westen gelebt werden. Und die auch gerade weiter in den östlichen Sektor hineingehen. Also auch Also, viel Vorbildfunktion, oder? klar, natürlich, ob es angenommen wird, ist das eine andere Geschichte, aber es ist so. Dann geht es weiter mit das Tolerante. Toleranz setzt das erstmal voraus, dass ich Toleranz habe im Sinne von, Mensch, was kommt da auf mich zu? Kann ich damit umgehen? Komme ich damit klar? Kann ich mich damit auseinandersetzen? Schotte ich mich da ab? Ziehe ich mich zurück? Und dann kommt Schütze und sagt, nee, das kriegst du schon hin. Ja, Das passt schon. das ist eher so eine Art, die haben das Urvertrauen ins Leben, oder? Genau. In die Weite, in die Ferne, in diesen ganzen Bereich. Dieser Ja. Optimismus, geht damit rein. Die Hoffnung, Optimismus und so weiter, ja. Und dann geht es um das Wachstum. Geistiges Wachstum. Ohne geistiges Wachstum wären wir heute noch im Steinzeitalter. Und wir würden dort bleiben. Und jetzt sind wir wieder bei Religion und Glauben. Woran glaube ich? Was sind meine Werte? Wohin geht der Wachstum? Wohin ist mein Glaube? An was glaube ich im Wachstum, im Leben? Das ist die Voraussetzung vom, ja, wie wir sagen, überhaupt weiterschreiten zu können. Auch weiterschreiten zu können in den unendlichen Raum hinein. Dafür muss ich wachsen und auch die Vorstellung von Wachstum haben. Und auch klare Wachstum durch materielle Dinge, ganz deutlich. Also das Materielle gehört dazu. Und das Gefühl, das Empfinden für Wachstum, was Wachstum ist, ne? Ja, genau. Ist ein Potenzial, was wirklich
gegossen werden muss und auch, wo man ganz deutlich, wenn Menschen darauf aufmerksam machen muss, du hast Wachstum in dir, du brauchst nicht stehen bleiben. Mach weiter. Lass dich niemals aufhalten. Ja, das steckt alles in dieser Bewegung drin, der Lebendigkeit, dem Feuer, dem Aktionismus und so weiter und so fort. Dann geht es weiter mit die Sicht der Zukunft. Zukunftssicht. Zum Beispiel Astrologen können auch Glücksschützen sein, weil sie einfach eine Zukunftsschau haben und sich weiterbilden. Astrologe zu sein heißt, enorme Bildung zu haben, zu bekommen, weil man muss auf jeden Lebensaspekt eingehen können. Es sind Berufszweige, die gerade in solch einem Sektor wichtig sind, zur Visionsentwicklung, zur Weiterentwicklung. Also letztendlich drehen wir uns immer wieder in den gleichen Kreis, kommen immer auf das gleiche Thema. Entwicklung, Weiterentwicklung, es geht voran. Und es sind wahrscheinlich auch gute für gute in neue in Menschen, sage ich schon. Also die können einfach, sind erfinderisch auch tätig. Dass sie es sind Abenteurer. Es sind Abenteurer, Roswitha. Also die lieben das Abenteuer, rauszugehen, ohne zu wissen, was kommt. Das finde ich richtig, richtig gut. Innovativ auch. Ist nicht wie der Schütze, nicht wie der Stier sagt, nein, nein, ich bleibe in meinem Revier. Nein, 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 ich gehe da nicht raus. Nein, 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 da gehe ich nicht weg. Da sagt der Schütze, komm, Alter, auf geht's. Ja? Wir erobern neues Land. Und dann sind wir schon beim Optimismus. Ja. Steckt also auch da drin, ne? Optimismus. Ohne Optimismus geht gar nichts. Genau. Optimismus im Sinne von, ach, ich habe Spaß daran, ja, das zu machen. Ich finde es gut. Und da steckt, glaube ich, auch der Mut drin. Mutig sein. Also wenn du keinen Mut hast, kannst du auch nicht wirklich optimistisch sein. Zumindest nicht in der Bewegung, so wie es der Schütze tut. Ja, ich brauche das Feuer unter dem Hintern, damit ich rausgehe und optimistisch bin. Ja, ja, und dann geht es noch um die Bedeutung. Also Sinn und Bedeutung. Also muss man mal unterscheiden. Sinnfindung im Leben. Und dann, wenn ich meinen Sinn des Lebens gefunden habe, welche Bedeutung hat das? Für andere, für mich. Das ist so. Welche Bedeutung? Zum Beispiel, ich deute dein Horoskop, Roswitha. Welche Bedeutung hat das für dich? Das macht was mit dir. Das verändert etwas in dir. Mhm. Es kann eine Welt verändern. Mhm. Es kann dich stehen lassen oder es kann dich in die Vergangenheit zurückgehen. Es kann auf jeden Fall einen Paradigmenwechsel in dir selbst geben. Das ist so. Und das ist Bedeutung. Welche Bedeutung hat zum Beispiel geistige oder spirituelle Arbeit? Das ist auch Schütze. Mhm. Genau. Und sie hat einen unglaublichen großen Wert und wird in Zukunft dann an enormer Bedeutung gewinnen. Und viele, ich sag mal, Trainer und Coaches, die auf traditionellen Wegen arbeiten, werden definitiv, muss ich sagen, leider, auch leider in den spirituellen Sektor wechseln, weil sie dort das Potenzial sehen, was man aus einem Menschen wirklich, ich sag mal, erkennen kann. Also durch geistige Arbeit. Geistige Arbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Das hat Bedeutung. Und dann gehen wir noch zu dem Thema das Lichte und Helle. Lichte und Helle ist eine Entscheidung. Ist eine klare, einfache Entscheidung. Was heißt einfache Entscheidung? Ich kann mich in das Lichte und Helle bewegen oder in den Dunkelheit bewegen. In den Pessimismus, alles ist Schitte oder noch tiefer. Oder nur die reine Hoffnung. Also nur reine Hoffnung geht auch nicht. Da muss man auch aufpassen. Da muss man auf seine persönliche Lichtqualität achten. In welchem Licht stehe ich? Und wo will ich hin? Wenn ich ein Lichtkämpfer bin und die Welt hier vergesse, dann werde ich verlieren.
Wenn ich die Welt aber als Licht empfasse oder als Paradies empfinde, dann lebe ich die Fülle. Und da sind wir wieder beim Schützen. Das ist das Licht, die Fülle. Ja, und das ist wieder die bewusste Entscheidung beziehungsweise das Erlernen der Unterscheidungskraft Genau. oder das Erspüren der Unterscheidungskraft. Da sind wir wieder bei Bildung und so weiter und so fort. Und zu guter Letzt haben wir noch der Humor. Richtig. Ohne Humor im ganzen Leben geht nichts. Innerlich lachen, innere Freude haben, aus sich selbst heraus strahlen zu können, bedingt Schütze. Und Schütze kann das. Er lässt einen aus sich selbst, ist Charisma übrigens. Ja, das stimmt. Es ist Charisma. Das ist das Charisma. Es kann man übrigens nicht kaufen. Man kann es nicht erwerben. Man kann es nicht erlernen. Man kann es nicht haben, sondern es ist. Genau. Und den Menschen ist es einfach in die Wiege gelegt, dass sie einfach sich lieber für das Lachen entscheiden als für die Traurigkeit. Genau. Und das ist Humor. Und Humor hebt alles hoch, was auch im Schützen verankert ist. Die Freude. Pure Freude. Ein Lachen. Ein Umarmen. Ein ja, glücklich sein, sich glücklich schätzen, ein wirklich aus sich selbst heraus das Glück strahlen lassen. Tja, dann haben wir es schon fast. Da habe ich jetzt gerade noch diesen einen Schlusssatz, den du vielleicht noch vollenden kannst. Und zwar vom Prinzip her versetzt uns das Schütze-Prinzip in die Fähigkeit, Welt und Übersicht zu allem zu bekommen und was die Welt bewegt und bildet. Das heißt, Schütze macht uns fähig, weltumfassend zu denken, weltumfassend zu handeln, eine Fähigkeit, eine Übersicht zu bekommen über das kleinste Detail und den größten Schatz und über die größten Funktionen. Er macht uns fähig, eine komplette Umarmung der Welt im Sinne von die Welt gehört mir, die Welt gehört dir und ich kann sie erfassen. Und das ist ein unglaublicher Reichtum. Schütze ist Reichtum. Und zwar geistiger Reichtum, materieller Reichtum, Lebensreichtum, Sinnreichtum. Also Reichtum muss man auch mal definieren. Aber das ist im Grunde genommen, möchte ich mal fast als Schlusssatz nehmen, Schütze schenkt uns Reichtum auf allen Ebenen. Und das Schöne daran ist, dass es wirklich immer dem Kollektiv der gesamten Menschheit zur Verfügung gestellt wird, oder? Als Potenzial. Richtig, es wird jedem zur Verfügung gestellt. Jedem Einzelnen, jedem. Wunderschöner Schlusssatz, lieber Konrad. Also ich fand diese Ausführung jetzt zum zweiten Teil wunderschön. Also ich habe den Schützen jetzt richtig kennen und lieben gelernt und habe auch diesen Impact empfunden, was Schütze-Menschen alles auf die Beine stellen können. Und in diesem Sinne wünsche ich euch die Power des Schützen für die nächste Zeit und alles Liebe. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.